zusammen, was gab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Order Mods 3. Was hier steht, ist ein Fluid Infuser. Den habe ich mir gebaut, um mir schneller Signale herzustellen zu können, als in dem Ding hier. Was auch, wie ihr seht, auch schon komplett außer Betrieb genommen ist. Ich habe da hinten mal die Erzverarbeitung angeschlossen. Und das wird jetzt alles hier reingeblasen, direkt da unten von dem ME-Import was wieder verarbeitet. Wir haben bloß immer noch nicht genug Strom. Deswegen werden wir uns heute erstmal darum kümmern, denke ich mal, genug Strom zu produzieren. Oder mache ich zuerst die Nether Star Seeds? Okay, machen wir erstmal das mit dem Strom. Dazu brauchen wir Advanced Generators waren das, glaube ich. Hier, Advanced. Generators, genau, das die Mod brauchen wir dafür einmal. Und dann brauchen wir hier die Heat Chamber, die Heating Chamber. Die Teile müssen wir uns dafür craften, dann die Mixing Chamber. Dann brauchen wir die Fluid Output Value und Fluid Intake Value. Dann brauchen wir Turbinen und alles mögliche dafür, irgendwelche Controller. Den Turbine Controller und den Gas, nee, den Gas Producer Controller. Ja gut, gehen wir erstmal schlafen, dann fangen wir damit einfach mal an. Ich hab da mal so ein bisschen reingeschaut und hoffe, dass ich das jetzt alles auch wieder zusammenbekomme. Dazu gehen wir jetzt erstmal nach ganz hier hinten und fangen hier an, einen neuen Raum auszuheben. Weil wir werden dafür auf jeden Fall einen neuen Raum brauchen. Denke ich mal. So. Was man im Hintergrund immer wieder so ein bisschen brummeln hört, ist die Produktion da hinten. So, aber jetzt fangen wir erstmal an zu craften. Das kann alles hier rein. Und dann fangen wir an mit dem Controller hier. Dazu brauchen wir einmal dieses Teil hier, dazu brauchen wir die Dinger. Den werden wir, so wie ich das sehe, noch einige brauchen, deswegen mache ich davon auch direkt mal einige. Dann können wir einmal das hier produzieren und dann bauen wir uns einmal diese Iron Frames und dann bauen wir uns nochmal davon ein und dann bauen wir uns hiervon welche und dann haben wir einmal hier diesen Gas Producer Controller. Genau, und jetzt bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, wie viel von dem Rest wir brauchen. Wir brauchen einen Fluid Intake Value auf jeden Fall mal, um da Wasser reinzukriegen. Dann brauchen wir Fluid Output Value, ziemlich sicher, um Flüssigkeit wieder rauszubekommen. Dann brauchen wir Heating Chamber, garantiert. Aber dazu brauchen wir auch diese Dinge hier. Dann machen wir einfach mal 9-10 Stück. Und die das Teil kann man immer noch nicht craften. Warum kann man es immer noch nicht craften? Heating Chamber. Keine Iron Frames. Dann machen wir davon auch einfach nochmal ein paar. Und verkraften hier dann. Ach komm, jetzt mache ich einfach hier wieder einen Stack. So, Shift einmal durchcraften. Und dann Heating Chamber. Und dann sollten wir hier 10 Stück rausbekommen. Und dann brauchen wir noch die Mixing Chamber. Da brauchen wir hiervon dann 20 Stück. Nochmal. So. Ups, jetzt haben wir schon ein paar zu viele. Ja, Mixing Chamber. Perfekt. Dann haben wir davon auch ein paar. Und dann baggen wir uns erstmal in die Decke. Und gehen nach hier vorne. Und hier einmal den Finger hier hin. Zum Beispiel da. Und dann bauen wir hier so ein paar Mixing Chambers an. Wir müssen hier noch so ein bisschen, ja, genau, Mixing Chamber und dann können wir hier die Heating Chamber ranpacken. Ich weiß gar nicht, wie viele wir da jetzt hinkriegen. Ja gut, so viele gehen auf jeden Fall scheinbar. Und dann brauchen wir halt hier noch die Mixing Chamber Dinger. So wie ich das sehe, wir können das ganze Teil auch noch größer machen. Wir machen es aber uns mal nicht so lange, erstmal. So. Und so. Und dann packen wir das hier noch irgendwie so hin. Und
glaube, ich setze da gerade nochmal einen kurzen Cut und schaue nochmal nach, wie das genau war, wie viele von den Teilen ich brauche. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich probiere jetzt hier einfach mal ein bisschen rum und schau mal, was dann am Ende dabei rauskommt. Wir machen hier jetzt erstmal diese Mixing Chamber hin. Nochmal die ganzen Heating Chamber da raus. So. Und dann noch uns hier. So. Was mir dann raus kann. Heating Chamber, Heating Chamber, Heating. Ah ne, das sind jetzt wieder die Mixing Chamber. Und dann machen wir die einfach mal da überall hin. Oben kommt dann die Heating Chamber hin. Und hier hinten können wir einfach alles hinpacken, was wir gerade so hinpacken wollen. Und wir nehmen die drei Mixing Chamber auch noch mit nach vorne. Dann sieht es hier vorne gleichmäßiger aus. Ja. Hier könnten wir allerdings noch ein Fluid Outtake Value hinmachen. Dann kommt hier noch ein Chamber hin. Hier, 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 hier. Ja, irgendwie sowas in die Richtung. Das kann man ja nach hinten einfach immer weiter erweitern. Je nachdem, wie man es halt gerade so braucht. Torch, Torch, genau. Die hätte ich aber lieber im Inventar. Ja. Und dann platzieren wir da einfach eine hinten rein. Und dann klauen wir uns mal unsere Infinite Water Source von hier vorne. Ja, die brauche ich jetzt. Vielen Dank. Die schnappe ich mir. Ja, habe keine Lust mehr, eine neue zu craften. Und dann gehen wir hier einfach hin und basteln das hier alles so zusammen. Allerdings nicht so. Und dann so. Und dann kommt hier der Ignore Mode. Und dann kommt hier schon mal Water rein. Also dieses Teil kann jetzt schon Steam produzieren. Ja. Wir brauchen dafür halt einiges an Kohle, wie wir auch noch später merken werden. Weil das Teil frisst halt ganz schön. Und wir gucken dann einfach mal, was wir da so brauchen werden. Wir könnten es auch theoretisch einfach so zwischendrin im Einzelteil einfach so nach hinten in die Länge ziehen rein machen. Na egal. So sieht's aber, finde ich, besser aus. Dann haben wir da nämlich mal eine ordentliche Stromversorgung. Hoffe ich. Und dann kommt hier nebendran dann halt einfach das Turbinengedöns. Ja. Jetzt brauchen wir allerdings nochmal ein so Fluid Otic Dingens. Und das wäre dann das hier. Fluid Output. Ja. Und der kommt dann einmal hier rein. Und dann hätten wir das auch geklärt. Dann kommt da einmal Wasser rein. Und dann können wir mal schauen, wenn wir hier jetzt hingehen und hier uns einfach die Kohle rausnehmen. Upsa. Da wäre es dann, glaube ich, sinnvoller auf Holzkohle umzusteigen und die Baumfarm wieder anzuschmeißen. Weil der fängt jetzt erst an, hier hoch zu heizen. Ja. Dauert kurz. Jetzt fängt er halt an zu produzieren und man sieht schon, das frisst einiges an. An Kohle weg. Und zwar auch nicht gerade langsam. Ihn ist schon wieder voll. Carbon nicht. Und das Teil hier füllt sich auch langsam auf. Ja. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Nicht. ja, ich bin mir jetzt noch nicht ganz so sicher, wie das am Ende funktionieren soll, aber ich habe mich da irgendwie noch nicht genug mit beschäftigt. Da muss ich nochmal nachschauen, wie der Rest da funktioniert dann. Womit wollte ich mich sonst noch heute beschäftigen? Erstmal mit Schlafen. Und dann habe ich ja schon angekündigt, die Nether Star Seeds. Und da wollte ich einfach mal schauen, wenn wir hier jetzt mal gucken. Nether Star Seeds. Nether Star Essence, Nether Star Seeds. Und dafür brauchen wir die maximale
den maximalen Seeds, aber das heißt, wir brauchen auch die Tier 5 Seeds, was ein bisschen doof ist. Aber ich habe mir gedacht, da ich diese Mods einfach überhaupt nicht verstehe mit diesen Bienen, ich habe keinen Plan, wie das funktionieren soll. Ich habe alles ausprobiert, ich habe mir Tutorials angeschaut, ich habe getan, was ich konnte, aber ich bin einfach nicht dahinter gekommen, wie das bitte funktioniert. Und ja, und deswegen habe ich mir jetzt was anderes gedacht. Mystical Agriculture. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt einfach mal so ein paar Essenzen. Und wir können uns ja dieses Royal Jelly gegen irgendwas anderes Wertvolles einfach im Creative vielleicht dann austauschen. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht? Schmeiße ich mir einfach mal das Inventar voll mit dieser Essenz jetzt erstmal. Und ja, dann machen wir davon einfach mal ein bisschen was. Und wenn wir es dann fertig haben, genau, so, dann gehen wir hier oben hin und holen uns die Essenz und craften die wieder weiter hoch. Kommt nicht mal annäherungsweise so viel zusammen, wie wir reingesteckt haben. Und dann nehmen wir die Essenz dann nochmal und craften die weiter um zu der hier. Und dann brauchen wir das blaue Gedöns hier nochmal und craften die weiter zu Supremium. Und die Supremium craften wir dann weiter zu der hier. Und daraus können wir dann einen Block machen. Ja, genau. Und dann hätten wir hier einen Block of Insanium Essence. Und gegen einen so Block, habe ich mir gedacht, könnte man ja ein Royal Jelly eintauschen. Das kann man natürlich dann irgendwann auch noch automatisieren, aber ist halt auch ein Block, der ein bisschen was kostet. Muss man ein bisschen Arbeit reinstecken. Ist nicht unbedingt so das Teure vielleicht, aber besser als wenn wir uns einfach so ercheaten, habe ich mir gedacht. Und ja, das würde ich jetzt einfach kurz in einem Zeitraffer mal machen. Zeitraffer brauchen wir dazu eigentlich noch nicht. Können wir auch so erledigen. So. Mal rein damit. Und noch mal rein damit. Und wenn wir das Inventar gleich noch mal voll haben, noch mal rein damit. Und dann brauchen wir wieder ein Infusion Stone, weil ich den gerade versehentlich weggeschmissen habe. Und dann können wir das Zeug noch mal durchcraften. Da kommen wir wahrscheinlich wieder nicht mal mehr auf eine Inventarladung. Ja, wie ich mir gedacht habe. Und dann craften wir das Zeug noch mal durch. Und dann craften wir das Zeug nochmal durch. Und dann craften wir das Zeug alles nochmal durch. Und dann können wir uns daraus wieder Blöcke machen. Ja. Genau, dann haben wir jetzt 4 solche Blöcke. Das heißt, wir können hier einmal nachschauen und Royal Jelly, genau, das nehmen wir uns ja dann hier einmal, dann gehen wir hier auf Eat Mode True und dann steht da you don't have the permissions, deswegen gehen wir to Allow Cheats, Start LAN World und dann gehen wir hier wieder drauf und dann wir uns viel zu viel, dann brauchen wir einen Cactus und dann gehen wir jetzt einmal nach draußen und platzieren den Kaktus dahin. Und dann eins. Ja, gut. 4 von diesen Blöcken sind jetzt verschwunden. 1, 2, 3, 4 von diesen Teilen dürfen wir dafür behalten. Den Rest lassen wir wieder verschwinden, indem wir vom Kaktus zerstören lassen. Und dann haben wir jetzt einmal eingetauscht diese Blöcke gegen Royal Jelly. So, und dann machen wir das hier wieder auf False. Genau. Und dann hatten wir diese 4 Dinger. Dann gehen wir hier einmal auf Growth. So, Entschuldigung, kurze Unterbrechung. Jetzt können wir auch weitermachen und uns hier einmal dieses Teil hier anschauen. Was brauchen wir da? Pyro Grow haben wir hier. Und dann haben wir hier
Okay, Fertilizer. Oder haben wir auch nicht. Dann haben wir hier einmal Fertilizer und dann brauchen wir noch den anderen. Fertilizer. Warum haben wir den anderen Fertilizer nicht? Rich Composter. Ja. Dann brauchen wir erstmal diesen Swatch Composter, oder habe ich den nicht schon mal irgendwo gemacht? Ja, doch, den haben wir ja. Und dann nehmen wir einfach mal zum Beispiel Äpfel. Mal schön schauen, ob das geht. Nicht der hier. Hier. Das muss man da kompostieren. Good Swatch. Swatch. Hier, das Zeug brauchen wir. Ja, wow, das können wir uns dann hier bloß irgendwie nicht bekommen, wie es aussieht. Dann gehen wir hier mal auf Row und dann brauchen wir noch das Mana Powder, das kriegen wir aus Redstone zum Beispiel. Und ja, gehen wir einmal nach hier hinten. Q. Genau, sehr schön. Dann haben wir einmal 4 Mana Powder. Perfekt. Ja. Dann haben wir schon mal die Hälfte von dem Zeug zusammen. Uns fehlt jetzt nur noch der andere Fertilizer. Da muss ich aber noch mal nachschauen, wie man den craftet. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin habe ich das dann rausgefunden. Lasst krachen und tschüss.